Jo, herzlich willkommen, meine lieben Polstermöbel. Ich habe die Cammy hier. Ich bin nämlich wieder nicht allein, wie ihr seht. Hallihallo. Hallo. Gibt's Spor? Und Spor habe ich ja angekündigt, gibt's nur, wenn Leute da sind. Und ja, und sie ist ein Leut, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich bin Leute. Ja. Hier, das mit den Fratzen, kennst du das schon? Das ist mir gerade aus Langeweile aufgefallen, als ich auf dich gewartet habe. Man kann hier die Galaxie drehen und dann kommen hier irgendwelche Fotos raus. Und ich werde nochmal de recherchieren demnächst, was das für Fotos sind. Hey, ist ja krass, war nochmal. Weil Ja, Models sind das cool. jetzt nicht unbedingt. Nee. Ja, komm, Vor dann allem die legen wir mal. eine, das sah voll seltsam aus. Die sah aus wie eine Lehrerin oder eine Sozialarbeiterin. Und da weiß ich, wovon ich Ja, rede. habe ich auch gleich gedacht. So, ich starte mal eben die Kreaturenphase. Bin gerade auch voll gespannt, wie deine Kreaturen aussehen. Hässlich wie die Nacht, wie ich. Aber du kannst einmal ganz kurz sagen, wer du bist und erzählen, was dein Kanal so kann. Dann Ach kann ich so, gerade mal den ja. Timer anmachen. Mein Kanal kann natürlich überdimensionale krasse Sachen. Nämlich Let's Plays. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Nein, also es ist ein ganz kleiner Kanal und ich bin auch noch nicht so lange dabei. Aber ja, es macht mir eigentlich Spaß, einfach zu zocken und ja, ich spiele zum Beispiel auch vor und dadurch haben wir uns ja so ein bisschen Genau. verbunden, deswegen in diesem einen Let's Play halt. Genau. Da ich mich damit ja auch auskenne, bin zwar jetzt schon ein bisschen weiter. Ja, das ist total schlimm, dass ich jetzt jemanden Aber dabei habe, der wirklich Ahnung von dem hat, was ich hier nicht kann. ich hatte davon aber auch keine Ahnung. Ich habe so abgelost, weil ich habe nämlich mich total auf Kampf spezialisiert. Ich weiß ja nicht, du hast dich hier auch spezialisiert auf Kampf, ne? Sehe ich gerade. Würde ich so behaupten. Ja. Und ich finde, das Soziale funktioniert bei mir gar nicht. Ich Das habe habe ich, es glaube ich. händeringend versucht, aber Ja, also nee. einmal habe ich es, glaube ich, ausprobiert und ich habe hemmungslos versagt. Es ist so viel einfacher. Also ich verstehe, warum jeder Diktator auf dieser Welt einfach beigeht und die Länder auslöscht, anstatt mit ihnen zu reden. Ja, aber ich Es ist wollte einfach so unbedingt viel diese riesen einfacher. Klopper haben. Diese riesen Viecher, die da rumlaufen. Ich wollte den unbedingt in meinem Team haben. Aber die sind ja viel zu gut für einen. Ja, auf jeden Fall. Komm, die packe ich hier, die kleinen Affen. Oh Aber du mein hast Gott. es ja auch cool gemacht mit diesen Zangen vorne. Das sieht so ein bisschen insektenmäßig aus. Ja, das ist dieses komische DLC oder Add-on oder so, das es da gab bei Steam, keine Ahnung. Ach so, cool. Ich finde auch die Oha. Namen immer ziemlich witzig, vor. Es gibt halt Leute, die machen richtig krasse Sachen mit diesem Editor und das finde ich einfach ultra heftig. Wenn man mal sich so ein paar bei Google so ein paar einfach mal Spore Creatures googelt. Und, Alter, warum ist denn mein ganzes Rudel? Wo ist mein Rudel? Tötet weiter gefälligst. Stehen hier rum Warte, und du hast gucken nur blöd. drei? Bitte? Warum hast du nur drei? War aber. Nee, hä? Weil einer gerade hier irgendwo im Dreck liegt. Ach so, nee, ich bin ja schon. Ich war jetzt schon. Siehst du? Ich habe das nämlich total falsch gemacht. Ich bin nämlich immer alleine losgezogen. Ich habe nämlich nie meine aus meinem Nest angeworben, weil ich nicht wusste, dass das geht. Ja, das ist mir auch viel zu spät aufgefallen. Irgendwie, ich Ja, glaube auch. ich bin dann die ganze Zeit alleine rumgekrüppelt. Schlimm. Und dann Und ein verkackst du neues einfach Gehirn. ständig. Ja, mein Hirn ist gewachsen. Endlich. Wurde auch mal Zeit hier. Ja, ich weiß. In echt wäre es auch nicht schlecht. Muss ich hier jetzt was anklicken? Ach, hier unten, ne? Das ist natürlich ganz toll. Ich hoffe, die Aufnahme geht jetzt nicht aus, wenn ich mal das Voll, wie Fenster ein fies bisschen der nach oben guckt. schiebe. Vor allem, die Hände sind auch voll eklig. Jesus Christus. Warte mal, ich mach mal. Macht er dann wieder. Was tust du? Ich muss hier unten klicken. Ah, ich kann Kannst auch du nicht Enter Enter drücken, drücken? okay. Huh! Ja. Huh! Huh! Ich wollte nicht, dass die Aufnahme ausgeht, wenn ich da unten irgendwo hinklicke, wenn ich einen Desktop klicke. Weil ich muss Ja. nämlich, müsst ihr wissen, warum ich mich gerade so dumm anstelle. Ich mache im Fenstermodus, habe ich das Spiel, damit Cammy sieht, was ich hier veranstalte. Genau. Ja. Dann kann sie nämlich dann auch über mich spotten und Hate-Mail verfassen. Ja, genau. Die Mache ganze ich auch schon so Zeit. im Hintergrund. Also Ja. mach dich drauf gefasst. Ja, ich komme damit klar. Ich wurde ja auch als Kind immer gemobbt. Oh. Aber Ja, tatsächlich. ich kenne das eigentlich auch. Also ich wurde auch gemobbt am Anfang.
Angeblich hatte ich immer ganz furchtbare Pullis an. Und die Pullis habe ich mir nicht mal selber angezogen, sondern es war meine Mama. So Dafür konnte ich Weihnachtspullover gar mit so nichts. Rentieren drauf und so. Ja, so übelst Strickpullis. Aber ich meine, das war in der 5. Klasse und da macht man sich schon noch keine Gedanken um sein Outfit, ja? Schlimm Ja, eigentlich. du nicht. Ja. War das total Rille. Alter, Und vor kommen die allem, jetzt einfach was mal mir auch alle? auffällt. Gleich verloren. Ja, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Naja, warte mal Oh, ab. das ist auch ziemlich viel Leben fällt mir auf. Ist mir auch gerade aufgefallen. Ja, ich wurde auch immer gemobbt, weil ich war tatsächlich bis relativ spät, war ich immer ultra klein und auch so ein bisschen mopsig. Oh. Und irgendwann habe ich dann den übelsten Schuss gemacht. Und dann haben sie alle blöde geguckt. Und da haben sie dich dann gemobbt oder was? Nee, Und da haben sie mich dann vorher, in oder? Ruhe gelassen, als ich dann auf einmal Ja. einen Kopf größer war als die. Die Krass. haben mir dann halt, ich hatte, als ich noch so in der 5. Klasse war oder so, da hatte ich halt noch so ein Basecap auf und so. Ja. Und das haben sie mir halt immer abgezogen. Ne, Oh Gott, das ist ja scheiße. das finden die Leute ja immer ganz lustig, so Kleidungsstücke klauen und so, ne? Sag mal, wenn sie das bei Mädchen machen, dann ist es ja direkt ein Flirtversuch und wenn sie es bei Jungen machen, dann, naja, ist das gleich wieder Nee, also bei mir haben Versuch sie zu das nicht mobben. so gemacht. Und Echt ich fand nicht? das auch jetzt nicht so flirtmäßig. Hat Nee? mich eigentlich schon echt gekränkt. Okay. Ja, Ja, war jetzt nicht ich kenne cool. das auch, dass das Mädchen einem, also jetzt nicht bei mir, ich trage noch keine Basecaps, aber ich kenne das, dass Mädchen einem irgendwie ständig an dem Basecap rumzuppeln, so von wegen, du bist so cute und so, weißt du? So diese Who-Girls. Ja. Irgendwie. Oder so einmal noch so die Mütze klauen und Ja, wegrennen und sich selber aufsetzen und du denkst, oh, Alter, bist du 6? Ne? So. und. Ja. Aber was ich Und noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, dass jetzt total viele kleine Kinder schon mit so riesigen Touch-Handys rumlaufen, wo ich mich frage, what the fuck, was soll das? Ich hatte in der 6. Klasse mein erstes Handy, das war so ein mini kleines Ding ja. mit Schwarz-Weiß-Display. Man konnte eigentlich gar nichts damit anstellen. Und jetzt sieht man selbst schon Grundschüler mit diesen, was weiß ich, wie großen Guck Dingern. mal, Finde ich immer total du krass. junges Küken, ne? Du sagst, Die du können damit hattest. gar nicht umgehen. Du junges Das ist Küken, viel zu sagst, du groß für die hattest kleinen Hände. so ein riesenkleines Ding, wenn du mein erstes Handy sehen würdest, ne? Das war so gigantisch. Einfach weil die damals noch überhaupt nicht so klein waren. Das ist so ein übelster Okolyt gewesen. Damals Ja gut, aber der in Dresden Display, der war 45. winzig. Das Gerät an sich, ja gut, die allerersten waren ja da wirklich Klopper. Ja. Ich finde den Trend Aber. sowieso witzig, dass sie erst immer kleiner wurden, die Tastenhandys. Ja, Und das stimmt. jetzt kann so ein Smartphone gar nicht groß genug sein. Ich muss ehrlich sagen, ich fand doch mal die Schiebehandys richtig cool. Also, jetzt gibt's das ja kaum, ey. Jeder hat eigentlich ein Touch-Handy. Ja, ich hatte mal Wie ein komisch Handy, ist es so? da hast du an der Seite einen Knopf gedrückt, das war zum Klappen, und dann hat sich so ein kleiner Elektromotor hat das Handy für dich aufgeklappt. Ja, das kenne ich auch noch, Das war ja. ultra dekadent und auch total nutzlos, wenn man mal drüber nachdenkt, weil keiner braucht sowas wirklich. Ich habe damit Ja. eigentlich die ganze Zeit immer nur rumgegammelt. Guck mal, wie ich hier die dominiere auf einmal mit meinen 106 Leben oder so. Ja, Krasser voll krass, wie Scheiß, die wo habe ich die abbauen. ganzen Lebenspunkte her? Voll, keiner hat eine Chance in dich. Oh, ich ärgere mich so, dass ich keinen angeworben habe. Ich habe eigentlich komplett das falsche Spiel geführt hier. Ey, wenn du dir die Folge mit Aftermath mal anguckst, die ich hier aufgenommen habe, ich habe da nur verloren. Das ist jetzt wahrscheinlich deine gute Aura, die mich Ja, hier wahrscheinlich. zu Heldentaten beflügelt oder zum Völkermord, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Ja. Ja, ihren Oder Kanal findet wo ihr ich. übrigens unten in der Videobeschreibung. Also nicht lange suchen oder so, einfach unten klicken. Ja, klick, klick, klick. Genau, einfach klicken. Ja. Was Und hast vor du heute allem. so gemacht? Was ist. Du hast Mathe geschrieben letztens, ne? Ach so, ja, oh Gott. Warte, will ich gar nicht erst anfangen. Dann versaue ich dir das ganze Let's Play, weil ich nur noch rumhate. Dann will ich das keiner mehr angucken. Ah, wir haben wunderbare Hate-Let's Plays schon aufgenommen, gerade Minecraft, wo ich die ganze Zeit am Motzen war. Es ist auch schön, wenn er jemand anders mal motzt. Ja, Nein, aber war aber wenn eigentlich ich ein dir guter jetzt Tag. damit ein Trauma oder sowas verpule, dann müssen wir da auch nicht drüber sprechen. Wenn du Ja, da ich, ja, muss traumatisiert ich bist. gleich wieder in die Klinik und dann hier Selbsthilfegruppe und dann war's das Ja. mit mir. Ritze, Das Ratze, können wir gar nicht EMO erst und so. anfangen. Nee, aber heute ist ja 1. April, ne? Heute ist Und 1. April, ja.
kam dann zur Schule und dann war doch tatsächlich am Haupteingang der Schule, des großen Gebäudes, tatsächlich so ein Absperrband gezogen von einem Mülleimer zum anderen, direkt vor der Tür, um die Fahrradständer noch so drumrum. Okay. Und dann stand auch noch so zufällig mein Psychologielehrer so in der Nähe und ich dachte mir, ha, 1. April. Aber alle Schüler sind so ehrfurchtsvoll drum rumgelaufen und ich dachte mir, das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn du jetzt einfach da drüber gehst. Hab mir echt noch überlegt, ob ich es einfach mache und hab dann später erfahren, das ist gar kein April-Scherz. Ich war so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Du Rebell. Weil da angeblich irgendwelche Ziegel abgefallen sind in der Nacht wegen dem Sturm. Ja, oh, bei uns nee. Hier, ich bin vorhin mit dem Hund gegangen, da lagen auch ein paar Ziegel auf dem Boden. Ja, voll krass, war doch irgendwie ein Mann erschlagen von seiner Backsteinmauer, die er noch versucht hat zu retten. Entschuldigung, das ist eigentlich gar nicht witzig, ne? Aber weißt du, wenn ich in meinem Garten meine Backsteinmauer kippen sehe, dann lasse ich die scheiß Backsteinmauer halt kippen und ziehe sie am nächsten Tag wieder hoch. Ja, das ist einfach nur, dachte ich in dem Moment auch so, der rennt raus und versucht seine Mauer zu retten, das ist einfach nur. Voll die Darwin Awards. Oh Mann, ey. Ja, krass, ja. Aber ich habe heute auch einen Post geschrieben wegen dem 1. April und zwar, dass heute eigentlich der Tag ist, an dem man herausfindet, welche Menschen seiner Freundesliste einfach dumm sind. Oh, und dann, dazu kann ich auch was sagen. Und zwar, meine Schwester hat so ein bisschen, ja, so ein, also ein Facebook-Account, aber jetzt nicht direkt ein echtes, also macht auch keine Bilder von sich rein oder so. Hm. Ist halt wirklich nur mit ihren Freunden befreundet, wie man es eigentlich auch machen sollte. Und hat aber als Geburtstag 1. April angegeben. Und das Traurigste ist, wenn dann tatsächlich noch Familienmitglieder gratulieren. Auf der Pinnwand. Nein. Wo man sich so denkt, oh mein Gott. Und ich schreibe noch ganz groß hin. Ja, da wirst du ja zweimal älter im Jahr, so aus Gag, ja. Oh und mein die Leute Gott. Schreiben trotzdem noch weiter. Und oh, ey, manche nur, Leute sind wirklich so grenzenlos dumm, ne? Und es ist ja dann auch nicht mehr witzig, weil das kränkt einen ja dann schon ein bisschen. Ja, weil das auch Familie ist, ne? Ja. Und natürlich auch Freunde, die man, wo man denkt, ist eigentlich eine gute Freundin, hat es aber irgendwie verteilt, ja. Keine Ahnung. Eigentlich müsstet ihr es wissen. Ja. Das ist schon ganz schön schwach, ja. Das ist hart, ja. Deswegen, ich hätte es eigentlich auch witzig gefunden, aber traue mich das irgendwie nicht. Ich glaube, das wäre ein zu großer Schock, wenn man dann erfährt, wer alles eigentlich gar keine Ahnung hat über dich. Ja, und die Leute sind ja dann auch total abhängig von diesen Anzeigen, ja. Heute hat Dillede Geburtstag und sofort posten. Man denkt ja eigentlich gar nicht mehr so drüber nach. Ich bin auch ultra also erstmal poste ich ultra ungerne bei Facebook in letzter Zeit unter Geburtstag. Das passiert wirklich ganz selten. Irgendwie, ja, wenn ich es gerade mal sehe, weil meistens ignoriere ich die Anzeige da rechts einfach. Und ab und zu klicke ich da halt mal drauf. Aber ich bin auch super schlecht im Geburtstag gemerkt. Ich bin froh, dass meine Frau hat, die das alles für mich managt, die hier gerade übrigens links neben mir steht und jetzt wahrscheinlich in sich reingrinst. Das ist deine Mutter, die Geburtstag hat. Ja, naja, die Frauen sind aber ein bisschen besser drin im Geburtstag merken. Wahrscheinlich. Aber im Grunde sind Geburtstage auch so unnütz. Eigentlich ja. Da hat mal ein Kumpel von mir mit mir lange drüber diskutiert oder sich ausgelassen. Dass er selbst Geburtstage einfach total dumm findet. Weil man ja eigentlich nicht wirklich viel geleistet hat, außer am Leben zu bleiben, was heutzutage ja nun mal nicht mehr ganz so schwer ist wie vielleicht 1800 oder so. Na gut, aber dabei geht es ja darum, damit es halt gefeiert wird, eigentlich in der Familie, dass man sich freut, dass derjenige da ist, um den Tag zu ehren, genau. An dem er da war. Da finde ich solche Tage wie. Ja, jetzt Valentinstag oder Frauentag oder so. Vatertag ist eigentlich total Quatsch. Das ist einfach nur, oder auch allgemein Weihnachten, wie sich das entwickelt hat. Also es geht ja eigentlich nur noch um Geschenke. Und letztendlich kommt eigentlich das Wahre gar nicht raus, dass es eigentlich nur darum geht, mit der Familie beisammen zu sein. Ja, und es werden immer weiter, immer mehr Feiertage aus dem Boden gestampft. Und um Gründe zu finden, noch mehr Scheiße zu schenken den Kindern. Ja, wo ich mir auch letztens dachte, da kam im Radio so irgendeine schlimme Anzeige, wo ich mir auch dachte, ja, Kinder hungern auf der Welt und dann kam da so, ja, Welt-Nutella-Tag. Wo ich mir so dachte, Das? Alle Menschen feiern natürlich den Welt-Nutella-Tag. Was ist das? Ja, sowas wie Welt-Jogginghosen-Tag oder Welt-Klobürsten-Tag. Oh ja, sowas ist doch wirklich absoluter Bullshit, das oder? Das ist sowas von blöd, ja.
Wo ich mir denke, manche Menschen, die kennen das gar nicht und die leiden auf der Welt in irgendwelchen Teilen. Ich. Das ist einfach nur. Das ist halt wie. Es wird ja jetzt. Ich habe letztens. Oh mein Gott, ich habe mein Volk gefunden. Yay! Ich habe letztens irgendwie ein Interview gesehen mit jemandem aus dem Einzelhandel und der hat halt gesagt, dass nach Weihnachten Ostern der verkaufsstärkste Feiertag ist. Und dass das halt sich tatsächlich nicht wirklich viel nimmt mehr. Und das finde ich total heftig, weil ich als Kind habe Ostern, wenn ich Glück gehabt habe, im Garten Schokoeier suchen dürfen. Ja! Oh, so, wo ich mir denke, und jetzt manche kriegen bekommen die halt Fahrrad richtig Sachen geschenkt. Ja, nee, ich habe auch immer nur Süßigkeiten bekommen und das finde ich auch voll okay. Aber wenn ich mir so denke, sowas wie eine Kamera zu Ostern oder was weiß ich, ist eigentlich schon. Ja, vor allem, wo nehmen die Leute das Geld her für sowas? Also, keine Ahnung. Ja. Das ist ja auch. Also, ich komme auch nicht aus so einer wohlhabenden Familie. So, meine Mutter war dann auch immer Alleinverdienerin sozusagen. Also, auch alleinerziehend. Und hatten wir nie so viel Geld, dass das irgendwie möglich gewesen wäre. Also, ja, ich verstehe das vielleicht, wenn Vater und Mutter beide gut Verdiener sind, dass sie da sich das leisten können, aber... Ja, aber das muss doch auch eigentlich gar nicht sein, oder? Ja. Weil das Schenken selbst wird ja dann immer unbedeutender fürs Kind. Ja. Es ist ja dann nichts Besonderes mehr, was geschenkt zu bekommen, wenn man 8-mal im Jahr irgendwie für 120 Euro was in den Arsch geblasen kriegt. Ja. Vor allem, wofür willst du dann selber noch sparen, wenn du alles geschenkt bekommst? Ja, das denke ich mir auch. Und zum Beispiel war es bei mir auch immer wichtig, dass es auch so auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, auch ich habe meiner Mutter was geschenkt, sei es irgendwas gemalt oder gebastelt. Egal. Ja. Aber in den Familien ist das dann auch total auf den Tisch gefallen. Also da geht es wirklich nur darum, dem Kind wird dann ein Haufen vorgesetzt. Genau. Und das kümmert sich dann eigentlich um alles im Dreck eigentlich, ja. Und irgendwie traurig auch. Ja. Und du kriegst da halt total die verzogenen. Entschuldige bitte, aber Drecksklagen raus, ne? Also. Ja. Das ist einfach so. Das stimmt. Weil in dem Moment, wo sie dann in die echte Welt kommen, wo dir nicht alles in den Arsch geblasen wird, sind die total aufgeschmissen. Ja. Es sei denn, oh Gott, ich sterbe gerade. Echt? Ich hab gar nicht mitbekommen, oh Gott, das sieht echt schlimm aus. Ich muss zu meinem. Aber du schaffst es noch, da ist dein Nest und dann regenerierst du dann. Ja! Ah, 6 HP ist wirklich nicht viel mehr, ne? Kannst du nicht noch mehr anwerben für dein Team? Nee, nur die 3. Ah, oh, okay. So ist gut, so, jetzt können wir hier weitermachen. Kollege Schmalfuß, komm mal ran an den Meter. So. Sehen aber auch nicht schlecht aus mit den Flügeln. Mit die Flügels? Ja. Ich habe das mit diesem Fliegen irgendwie bei Spawn noch nie gemacht. Ich habe hier tatsächlich Flügel gemacht und sind eigentlich voll nutzlos. Also ich kann dann voll schnell so vor Feinden fliegen. Nee, ist nicht. Nicht so. Genauso lahm wie vorher. Du kannst so ein bisschen höher hopsen, aber das ist eigentlich, ja. Ich glaube, da geht es halt nur allein ums Aussehen dann. Ja. Ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, sagst du. Ja, also es ist nicht empfehlenswert für Kriegsstrategien. Fliegen ist überbewertet. Wir sollten viel mehr Panzer bauen. So, guck mal hier, ich kann hier mache Liebe Longtime. Wo ging denn das? Wird sich neu gestalten, oder was? Ich weiß nicht, ich kann auch einen Stamm gründen, glaube ich. Geht das nicht so? Hey, kannst du das alleine verursachen, oder wie? Ich weiß nicht, aber als ich eben auf meine Dingens hier, auf mein, wie heißt das? Nest. Zugelaufen Nest, bin, ja. Da war da irgendwie so ein komisches Symbol, keine Ahnung. Ich kenne mich noch nicht aus. Die sind ja immer ein Stück weiter und die Nester werden dann immer ein bisschen fortschrittlicher. Ah, ja. So, wie viele Punkte habe ich denn? Ich kann das alles gar nicht sehen. Cash. Vor allem mit dem Iro noch so auf dem Kopf. Ich kann das alles gar nicht sehen. Ich muss jetzt mal hier irgendwie versuchen, aus diesem Creator rauszukommen. Was siehst du da nicht? Ich sehe da alles. Ja, das Problem ist, dass unten der Schalter mit dem Häkchen ist hinter meiner Windows-Leiste. Wenn ich da draufklicke, dann bricht die Aufnahme ab. Ach so, ja. You know. So, und nun? Hier, guck mal, hier steht auch irgendwas. Entwickle dich weiter, gründe einen Stamm. Hier oben. Ja, die ziehen jetzt wieder um. Dann musst du jetzt natürlich zum Nest wieder laufen. Und da weitermachen wieder. Oh mein Gott, und alles macht einen Sinn.
Ich finde, von hinten sehen die auch voll cool aus, wie so Eidechsen. Ja, mit ich hätte noch. Punkten da. Ich habe zum Beispiel auch noch nicht ganz verstanden, wie das mit den Waffen funktioniert irgendwie, weil ich das Gefühl habe. Ich weiß nicht. Ich dachte, das deckt. Ja, dieser Stock, das ist so sinnlos. Ich dachte, das bei mir deckt damit sich immer so gar hoch. nichts. Irgendwie, das heißt, wenn ich eine Waffe reinmache mit 3 Schlagen und eine mit 2 Schlagen, habe ich insgesamt 5 Schlagen, aber ich habe dann irgendwie nur noch 3 Schlagen. Also das zweite Körperteil, das bringt dann überhaupt nicht mehr. Ist hier gerade so ein Riesenvieh irgendwo lang geflogen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin weg. Danke, Kinder. Vor allem, der ist voll gegen den Baum gebackt, oder? Ah! Oh! Nein! Voll über dein Nest, ne? Nein! Tötet es! Tötet es! Tötet! Los! Alle! Ich könnte ihn kriegen, wenn alle mitmachen. Ich weiß gar nicht, wie viel HP der hat. Och, nur 1000. Mensch. Vor allem lässt er dann noch so total dein Nest zertrampeln. Ja, was soll ich denn machen? Na gut. Thema erledigt. Wunderbar. Du bist ja ein Arschloch. Den kannst du nicht erledigen. Er sieht geil aus. Ist eine Gottesanbeterin, oder? Ja, irgendwie sowas. Das Problem ist, wenn ich jetzt respawne, ist er ja auch immer noch da, oder? Nee. Oder? Oh nee, das wäre ja jetzt mies. Ja. Doch, der ist da. Oh gut, nein. Gut. Hallo. War nett mit dir. Die Folge ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, der Zeitpunkt ist ganz günstig. Das ist so ein spannungsvolles Ende. Was passiert wohl mit der Gottesanbeterin in der nächsten Folge? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich nichts mehr hier. Guck mal, der greift. Wird er es schaffen oder wird er kläglich verenden und das Let's Play abbrechen müssen? Guck mal, ich kann das einfach laufen lassen. Meine Dudes greifen den an und der greift die nicht an. Ey, mal sehen, was du kriegst, wenn du den schaffst. Du hast gerade ein Echo. Hier echt? Ja, schon wieder. Ja. Hm. Tja. That's life. Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Komm, so viel Zeit muss sein, dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Aber das interessiert mich jetzt. Ja, mich auch, ob du da. Vielleicht kommen da so 10 neue Teile raus oder so. Ja, oder ich werde einfach zu ihm. Oder ein Erfolg. Gibt's da Erfolge? Ja, ich glaube. Guck mal, 250 haben wir ihm schon weggenutzt. Also passiv. Und chillst da so ja, in deinem Nestchen. So. Ich trinke jetzt auch. Und deine Geliebte ist immer noch total vernarrt in dich. Ich trinke jetzt auch erstmal so einen leckeren Buttermilchdrink Himbeere und warte mal ab, was hier passiert. Nee, warte mal, der hat wirklich jetzt meine Dudes ausgelöscht, ne? Ja gut, das ist jetzt natürlich suboptimal auch. Das wird rausgeschnitten. Ich fänd's nett, wenn du gehen würdest. Hey, er geht weg! Er geht weg! Das ist auch gut so. Jetzt muss ich mal eben hier ein bisschen. Naja, aufräumen. Gut. Schade, Schokolade. Ich hab gedacht, die machen den jetzt alle. Das wäre sehr cool gewesen. Na gut, dann bis nächste Woche. Guck bei Cammy beim Kanal vorbei. Das wäre nett. Ja, ja wäre. Ich würde mich total freuen, ja. Ja. Und dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.